So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. Wir gehen erstmal ganz kurz als Admin rein. So. Findest du das Fenster oder was? Da geht doch. Das OBS-Fenster halt immer erst dann findet, wenn man da ne, drinne ist. Oh, hier hat jemand ein Haus gebaut. Ach lol. Ja gut. Franks, falls ihn jemand kennt. Moment, weil ist doch hier direkt neben Zwergi, oder? Ja. Lol, der hat angefangen direkt neben Zwergi ein Haus zu bauen. Let's Player, genau, der macht nämlich auch Let's Plays. Der nette Herr Franks. Gut, das interessiert uns gerade gar nicht. Wir wollten, und zwar wollen wir ja in die Richtung irgendwo unser Let's Play-Land bauen. Und, warum habe ich den Pitch-Modus aktiviert? Egal. Auf jeden Fall würde ich gerne so gedanklich zumindest, ach ja, hier unten ist ja die U-Bahn. Ach, ich finde es so geil, dass wir eine U-Bahn haben. Achso, das ist unser Spawn-Raum. Hier mit dieser schwarzen Umrandung, weil die wollen da die Blöcke fehlen, voll interessant aus. Egal, ich wollte den Weg finden. Genauso, der Weg müsste nämlich auf der X-Achse 0 sein, logischerweise. Ne? Die gehen immer an den X-Achsen lang. Und genau das würde ich nämlich jetzt hier gerne mal markieren, weil ich will ja nämlich auch später in die Richtung da unsere neue Let's Play-Hütte bauen. Und damit ich da weiß, woran ich mich da orientiere, nicht, dass ich das Haus genau dahin baue, wo die Straße ist. Beziehungsweise ich will das Haus sogar genau dahin bauen, wo die Straße dann später ist. Aber, ne? Ja, auf jeden Fall würde ich da mal ein bisschen markieren, wo da jetzt eigentlich. Ich habe ja schon fünf. Geben wir noch ein paar. Wo wir jetzt genau da langkommen würden, wenn ich hier die Straße weiterbauen würde. So, dann kommen wir nämlich 000, da ist 00. Hier wäre dann ungefähr so die Mitte. Alter, dieses Pitch ist so. Ist ab und zu ganz schön, aber zum Glück kann man das deaktivieren, weil manchmal ist es echt scheiße. So. Mach da einfach mal so ein paar. Ich mach mal ein bisschen höher, sodass man dich schon von der Weite erkennt. So. Wo bin ich jetzt? Bin ich falsch? Da, genau. So, hier müsste auch unser Tunnel lang führen. Das ist nämlich genau die Wand, wo wir dann später hier noch ein paar Löcher reinbauen müssen. Bis wirklich genau hier. Nein. Okay, die falsche. Gut, dann geht's noch weiter. Okay. Oder doch, das bist du, das soll sein. 600 ist doch. Ist hier nicht irgendwo unser Tunnel führen? Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich auch wieder mal zwei gemacht. So, jetzt sollte man auf jeden Fall immer wissen, wo hier später die Straße lang geht. Ich mache hinten noch einen hin. So ungefähr. Oh. Hier auf die Anhöhe auch noch mal ein.
Da hinten. Boah, ich glaube, hier hinten verlässt doch bald das Gebiet. Oh. Ganz schön großes Gebiet hier. Ah, genau. Hier ist das Gebiet doch zu Ende. Okay, besiegeltes Gebiet. Gut. Oh, so, das heißt, jetzt wissen wir im Let's Play dann später, wo die Straße lang gehen wird. Ich meine, klar, wir können natürlich auch einfach auf die Koordinaten gucken, aber so ist es natürlich übersichtlicher. So, dann gehen wir mal jetzt als Ronix wieder rein. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt genau, was da mit dem Tunnel war. Achso, erstmal hier. So. I don't know. Wir müssen mal gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit wir mit dem Tunnel waren, aber wir waren noch mit dem Tunnel bereits bei dem Abzweck denn, oder nicht? Ach ja, die Pipe da wollten wir auch noch weiter bauen. Das wird eine Baustelle, ey. Na, ich meine, zumindest zum Glück sind die Gleise fast fertig mittlerweile. Oh Mann, das dauert. Ich glaube, wir sollten uns da hinten einen neuen Homepunkt setzen. Andererseits ist ja das mit der Lore fahren so schön. Kann man ja eigentlich schon ein bisschen mit der Lore fahren. Weil es halt schon echt schon lange Strecke ist, ne? Ach ja. Dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Man müsste eigentlich mal ausmessen, wie lange so eine Fahrt dauert. So, wir haben jetzt natürlich auch gar nichts dabei. Das heißt, wir können es nicht mal an der Stelle gleich weiterbauen, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr intelligent. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Genau, da hinten ist Feierabend. Da hinten ist Schluss. Ach nee, halt, hier geht's ja noch. Ach, geht noch viel weiter. Nevermind. Hier kommt ja erstmal der Fluss oder das Wassergebiet. Deswegen haben wir auch überall Cobblestone. So, jetzt sind wir beim Wassergebiet drüber. Und da hinten ist der Abzweig. Da geht's ja nach links. So war das. Für mich hier gerade wie beim Train Simulator. So, und genau, hier haben wir schon einen Weg nach außen gebaut. Wieso haben wir den Weg denn gerade nicht gesehen gehabt? Das war doch hier das Gebiet. Habe ich eine Spitzhacke? Ich habe halt wirklich gar nichts dabei. Ich bin auch schon wieder ein Held. Will ich die benutzen? Das ist unsere stille Reserve eigentlich hier, von daher. Kacke. Ach komm. Die Frage ist für mich jetzt, wo kommen wir hier denn raus? Es wird so gerade dunkel. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich mache mal hier so einen kleinen Bauweg. Weil müsste doch die Stelle sein. Ach nee. Ist gar nicht die Stelle, wo wir da jetzt gerade den Dirt-Punkt, Dirt-Dings da hingesetzt haben. Wo zur Hölle kommen wir denn hier raus? Sag mal. Ich dachte eigentlich, wir sind in der Nähe von der Mittellinie irgendwie. Aber stimmt, die ist ja erst viel weiter da hinten, ne? Eben, wir sind ja auf der Achse von unserem Let's Play-Haus und das Let's Play-Haus ist ja extrem abseits vom Spawn. Ich schon wieder. Also können wir hier gar nicht in der Nähe sein. Du müsstest da hinten irgendwo sein. Ja, für uns ist es natürlich auch gerade dunkel, ne? Sehen wir die von hier auch schon, ey, ne? Naja, jetzt sind ganze Stücke weg. Entschuldigung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen deprimiert, aber es ist ja auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, wir wollen ja eh noch den Tunnel weiterbauen.
Das heißt, wir können den Tunnel. Ach, guck mal, da hinten, da ist der erste. Ja, das heißt, wir können den Tunnel definitiv noch ein bisschen lang ziehen. Dann, der Tunnel müsste hier vorne, bei dem Loch müsste er rauskommen. Da haben wir, glaube ich, irgendwo diesen Punkt gesetzt. So war es mir. Hier müsste irgendwo das Ding sein. Da, genau. Damit würden wir beim Tunnel rauskommen. Und hier ist dann quasi dann unser Ausgang. Keine Ahnung, ob wir hier so einen Bahnhof hinbauen oder ob wir den Tunnel einfach weiterführen und dann später bei unserem Haus den neuen Tunnel bauen. Auf jeden Fall müsste jetzt denn hier. Da ist der Punkt, wo ich dachte, dass wir da rauskommen. Genau. Ja. Also echt nochmal ein erstes Stück Weg hier. Hey. Ha, da war ich ja komplett auf dem Holzfuß. War ich da ja. Weil ich würde nämlich gerne, das war in der Nähe, wo ich damals gewohnt, also wir sind da jetzt im Schulzendorf und davor waren wir ja in Grünau. Und in Grünau, da wohnten wir bei so einer. Kann ich das bei Google, warte mal. Kann ich das bei Google Maps zeigen? Das wäre super geil. Beenden. Ich mache mal ganz kurz hier auf Screen. So, du gehst mal kurz weg. Google Maps. So. Drösse Straße. Ah, da habe ich ja früher gewohnt. So, und hier war nämlich hier oben, da das Gebäude. Das ist nämlich sehr geil. Da bin ich früher mal lang gefahren. Ah, sieht man natürlich nicht. Ich hoffe, man kann es von dort aus erkennen. Genau, in der Straße habe ich gewohnt. Und genau, hier sieht man es. Da ist so ein Haus. Da bin ich früher immer. Also, das hier war halt mein Weg zur Schule damals. Weil da vorne irgendwo fuhr ein Bus. Kann ich hier noch ein bisschen in die Richtung gehen? Nee, schon wieder zu weit. Ey, da, danke. Auf jeden Fall ist hinten ja auch nochmal eine Hauptstraße und da fuhr damals ein Bus und mit dem bin ich dann immer zur Schule gefahren. Und deswegen bin ich immer quasi hier lang gelaufen und dann hier lang gelaufen und hier durch das Haus. Und genau so ein Haus würde ich gerne bauen. Einfach, wo wir quasi die Hauptstraße auf der X-Achse geht quasi durch unser Haus durch. Und unser Haus ist quasi dann so darüber gebaut als Bogen. So wie ja bei unserem jetzigen Haus, was wir haben, ja, unser Torbogen ist. So in dem Stil, nur halt ein bisschen größer, halt ein richtiges Haus. Und nicht bloß ein Torbogen. Ja, so wie hier, halt ein richtig größeres Haus. Also jetzt nicht so groß hier, aber ne, so in der Größenordnung auf jeden Fall. Kann ich ja gleich mal hier euch mal meine alte Straße zeigen. Sehr geil. Ja, hier diese ganzen alten Laternen. Die Bilder sind ja mittlerweile auch schon alle relativ. Oh, ach nee, aufgenommen April 20. Wird. Interessant. Waren die Bilder nicht immer super alt in Deutschland? Ja, wie gesagt, das hier war meine alte Straße. Hier war früher noch so eine Abseitsstraße. Hier haben wir früher auch immer sehr gerne gespielt. Weiß ich daher, weil da hinten, waren nämlich immer Bahngleise. Da haben wir hier immer am Zaun gestanden und haben immer die Züge zugeguckt. Genauso ist auch, warte mal kurz, kann ich den Mini kicken? Ach, leck mich doch. Bup. Konnte man die Mini kicken hier bewegen irgendwie? Ich gehe kurz hier raus. So. Und dann setzen wir den Mini kicken mal. Ne, hier war ja die Stelle, wo wir gerade eben waren, wo wir hier diesen Torbogen gesehen haben. Das ist ja wie gesagt die Straße, wo ich wohne. Und wo wir auch sehr gerne gespielt haben mit dem Fahrrad damals, war hier. Es war halt eine riesige Schlaufe. Da sind wir immer mit dem Fahrrad oder so. Die haben immer so im Kreis gefahren. Haben dann immer so Wettrennen gemacht und sowas alles. Und natürlich auch die Bahn, ne? Wichtig. Und meine Jugend war geprägt von Zügen und Gleisen.
Ja, egal, darum sollte es gar nicht gehen. Ist ja schließlich mein Test Let's Play, so der. Auf jeden Fall habe ich dafür gewohnt und da war halt das Haus und so ein Haus will ich auch jetzt bauen. Das ist so meine Idee. Genau. So, erstmal hier wieder im Fenstermodus gehen, meinte es. So. Und Vollbild. Perfekt. Ups, ja, so, wir klauen uns also erstmal unsere Werkzeuge hier. Die müssen nämlich hier in den Batterien drin sein, alle. Genau. So, du kannst dann direkt wieder in mein Backpack. Oh, was ist denn hier drin? Too many items hier. Also, okay, gut, jetzt mach ich mich doch. So. Da wollte ich hin, da wollte ich hin und da wollte ich hin. Easy. Haben wir eigentlich noch ein Schwert? Hier war noch die Kiste. Ja, ein Silberschwert, okay. Wir haben bloß das eine Schwert, ne? Wir haben eigentlich überhaupt kein Schwert. Warum nicht? Haben wir so wenig Angst vor Monstern? Oh, hier ist ja auch noch was drin. Digga, wie die Batterien gleich runtergehen. Holy shit, holy shit. The fuck? Alter, Dreck halb leer. Was ist denn da los? Was ist denn, wie gesagt, mit unserem AKW? Oh, das, hä, das Ding ist aus? Ah! Ah! Stimmt ja. Ja gut. Das ist natürlich interessant. Eben, der Reaktor hält ja bloß eine Woche. Und ja, eine Woche ist ja schon lange rum, seitdem wir Dinge in Betrieb genommen haben. Zum Glück haben wir so viel Zeug gemacht. Dann mache ich davon gleich mal direkt nochmal was. Das ist ja interessant. Schleifmaschine. So, dann nehmen wir gleich mal hier unten aus der Kiste was raus. Gut, andererseits brauchen wir jetzt gerade so viel Energie. Ich meine, aktuell läuft ja eigentlich nichts, was so viel Energie braucht. Unsere Batterien reichen ja für unsere Sachen vollkommen aus. Ich meine, wir haben zwar hier schon massig fossilen Zeug. Ui, ja, wir haben ich ja schon viel. Heieiei. Mehr als ein Stack voll. Hashtag läuft doch. Und massig von diesem 0-0er-Zeug. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich machen wollen. So viel 0-0er-Zeug. Ich mache mal hier so. Brrr, brrr. So. Dann haben wir jetzt hier unten mal das ganze 0-0er-Zeug drin. Wo ich, wie gesagt, noch überhaupt nicht weiß, was ich damit machen möchte. Vielleicht wäre es fast besser, für das ganze 0-0er-Zeug hier auch so eine Dora-Kiste hinzupacken, ne? Dass das 0-0er-Zeug gar nicht hier reinkommt, sondern in den separaten Dora, die ich dann so mit Upgrades vollstopfen kann, sodass halt schön viel reinpasst. Oder wir wirklich noch eine kleine Verarbeitungspipeline. Ich meine, hier ist ja noch Platz. Dass wir noch ein bisschen zur Verarbeitungspipeline hinbauen, dass aus dem 0-0er-Zeug auch direkt diese Blöcke gemacht werden. Dann bräuchten wir quasi erstmal einen Ofen, der das Zeug einschmilzt. Ja, und dann können wir daraus direkt so einen Autocrafter machen. Und dann in die Kiste, also in Drawer. Aber hier wird's, wie gesagt, die Frage ist, was wollen wir mit 0-0er-Zeug überhaupt machen? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendeine sinnvolle Verwendung für sowas gibt. Weil das Einzige, was mir halt einfällt, ist halt so Blöcke machen, die man irgendwo hin platzieren kann, so halt so aus Ästhetik, ne? Also wenn man halt irgendwelche grünen Sachen bauen möchte. Keine Ahnung, das grüne Heinzelmännchen oder sowas, ne? Dass man das Ding aus Uran baut. Klingt ja passend, I don't know. Ja, schwierig, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Schmeißen wir das mal hier unten gleich drin. Wobei, wieso eigentlich? Brauchen wir aktuell gar nicht. Wie gesagt, wir haben ja hier schon mehr als genug. Vor allem, wenn ich das jetzt reinschmeiße, wird die Anlage wieder aktiv, ne? Und dann braucht die wieder extrem viel Strom. So. Das heißt, die Anlage, die das Atomkraftwerk befeuert, ist auch eigentlich die einzige Anlage, die das Atomkraftwerk braucht. Weil das die einzige Anlage ist, die so viel Strom braucht. Ist schwierig gerade. Ah ja, komm, wir machen hier mal nochmal einen Satz rein. So, dann nehmen wir dich mal kurz raus hier und machen wir daraus nochmal drei Reichen aus. Machen wir daraus nochmal ein paar Brennstäbe hier. Und dann feuern wir damit nochmal das AKW an. Kann nicht schaden. Wir müssen in den Kon. Nee. Was? Wie war das? Erstmal. Oh Gott, wie war das nochmal? Uran. Mit dem müssen wir erstmal einschmelzen, ne? Genau. Bam. Geht da ratzfatz? Alter, das geht ja voll schnell. Holy shit. Ey, sind da drei mit einmal teilweise. It's way too fast, Nigga. Dankeschön. So, und jetzt der Kompressor. Wo ist denn der Kompressor? Ist ja ein Kompressor, Kompressor. Kompressor, 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 Kompressor. Hallo? La la la, da. Ich sehe, da brauchen wir ja keine Pipeline für. Das bisschen. Die zwei Arbeitsschritte kriegen wir auch selber hin. Und wir brauchen ja gerade mal zwei Arbeitsschritte für einmal AKW in Betrieb setzen. Deswegen, ja, das hat doch wieder jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, in die Kommentare geschrieben, dass wir unten ja direkt, also dass wir zum einen die untere Maschine direkt hier mit ran bringen können. Und zum anderen, denn das Zeug auch direkt in Uranstäbe verarbeiten können, aber da sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit für. Weil erstens würde das bedeuten, dass denn die Anlage unten die ganze Zeit läuft, solange wie die Anlage läuft, die ist ja jetzt gerade zum Beispiel aus. Aber sobald die Anlage die ganze Zeit läuft, läuft die untere Anlage auch die ganze Zeit und ja, das ist, finde ich, denn doch unnötig. Wo jetzt rein? AKW. AKW ist da. So, mein liebes AKW. Dann, bup, 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 bup. Meine Idee war ja auch, vielleicht noch ein AKW zu bauen. Ah, scheiße. Ich sollte da vielleicht mal so eine Leiter hinpacken oder sowas. I don't know. Einfach so ein Wartungsgang. Meine Idee war ja hier noch irgendwie zwei zu bauen, dass ich den quasi komplett abbaue. Jetzt zum Beispiel ist er gerade inaktiv. Und dann quasi den bis nach links verschiebe und dann nach rechts noch einen daneben hinsetze. Die Frage ist halt, ist das klug? Das ist halt echt die Frage. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie braucht ihr hier drei Sachen, ne? Ach nee, das dritte ist ja Wasser. Okay, wir brauchen also doch bloß zwei Sachen. Gut, Bleiblöcke ist gar kein Problem, da war jetzt massig. Das Einzige ist halt das hier. Und das war dieses komische Blast-Resistant-Zeug da. Blast-Resistant Concrete oder irgendwie so ein Scheiß. Genau, Blast-Resistant Concrete. Und das war ja relativ aufwendig. Die Frage ist, wie viel brauchen wir da überhaupt? Mal kurz 1, 2, 3. Ich bin nicht mehr dabei. Das ist mir allerlei. Heieiei. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 49 auf der einen Seite, 49 auf der anderen Seite. Ich mache da mal kurz eine kleine Rechnung. Ich versuche die auch mal so groß zu machen, dass ihr es auch seht. Die Frage ist, wo mache ich das denn am besten hin? Am besten so hier. Ja, jetzt müsstet ihr die Rechnung auch sehen. Naja, schwierig, sage ich mal. Schwierig. Ich schiebe die mal hier hin. So, dann müsst ihr sie besser sehen. Also, wir haben 49 plus 49 für die beiden Seiten. Bei den anderen Seiten haben wir dann jeweils einen Block weniger. Ne? Also, wir haben wir denn quasi hier, haben wir, ne, die Blöcke brauchen wir dann ja nicht mehr, weil die ja hier schon mit bei sind. Das heißt, wir haben denn hier bloß noch
7 mal 5 Blöcke. Und das haben wir dann auch wieder zweimal. So, 7 mal 5 ist 35. So, das heißt, ne, 35 plus 35. So, das hier sind dann schon mal 70. Und das sind schon mal 98. So, und dann haben wir bloß noch oben und unten jeweils 5 mal 5. Wie müsste denn das sein? Ach, leck mich doch. Was? Ist hier unten echt Monster gespawnt? Na egal. Auf jeden Fall haben wir hier halt immer 5 mal 5, ne? Weil die äußeren Blöcke sind ja bereits von den anderen Mauern eingenommen worden. Das heißt, wir haben immer nur noch 5 mal 5 und dann in der Mitte fehlt ja immer der Block. Das heißt, wir haben 25 minus 1, also 24, plus unten auch nochmal 24. Das wären also 48. So. Und jetzt kommt's. 98 plus 70 plus 84 sind 216. Und diese Zahl 216 kommt mir sogar bekannt vor. Ich glaube, wir kamen damals auch aufs gleiche Ergebnis. Also müsste die Zahl richtig sein. So. Das heißt, that is the way to go. So viele Blöcke brauchen wir. Ich finde es geil, dass ich mit dem Scrollrad so schnell scrollen kann. Ne, weil bei dem Programm, da macht man die Schriftgröße mit dem Scrollrad, kennt man ja, mit Steuerung Scrollrad gedrückt halt, der wird größer oder kleiner. Sieht man wahrscheinlich ein bisschen bei der Kamera. Und mit der Maus kann ich einfach das Scrollrad freischalten und zoom. Oder andersrum. Voll cool. Ja, egal. Also 200, 216 brauchen wir auf jeden Fall. So, ich schalte dich jetzt mal. Achso, ich bin nur noch im Minecraft-Modus. Nevermind. So, 216 brauchen wir also. 216 Blöcke hiervon. Ach ja, jetzt ist wieder das, genau. Das heißt, wir haben eine durch 5 teilbare Zahl. Das wäre dann also, ich hasse Monster. Die nächste durch 5 teilbare Zahl wäre jetzt wahrscheinlich 220. So, weil 215 wäre zu wenig. So, das heißt, bei 220 durch 5, dann müssen wir bei 44 rauskommen, glaube. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen dieses Rezept 44 Mal. Das heißt, wir brauchen wieder 220 Betonblöcke. Ne, weil ist ja dann vielleicht wie das hier, 5, 5, ne? Und wir brauchen 44 mal 8 sind 200. Nein. 44, hä, wieso 44 mal 8? Was laber ich? 44 mal 4 sind 176. Ach man. 44 mal 4, 176, ja, genau. So, das heißt, wir brauchen 167 mal brauchen wir Verbundplatten. Und Beton. So, Betonblock bekommt man. Ach du Scheiße, ey. Boah, ist das ein aufwendiges Rezept, ey. Oh Mann, Alter. Warum? Vor allen Dingen über diese restliche Dreisatz, weil denn hieraus nicht einer wird, sondern sechs. Das heißt, du brauchst erstmal musst erstmal gucken, wie oft brauchst du dieses Rezept überhaupt. Boah, so, 220 durch 6 sind 36,6, also 37. So, das heißt, wir brauchen dieses Rezept 37 Mal. Du kannst weg. Und so. Komisch. So. 37 Mal. Jetzt ist natürlich die Sache, wir könnten natürlich auch das AKW. Die Frage ist halt, wie wollen wir jetzt vorgehen? Ich meine, ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie viel Rezept, also wie viel Mats wir hierfür wirklich brauchen.
Weil die Frage ist halt, was mache ich gerade? Wir haben ja immer noch die Möglichkeit, zum einen, wenn wir jetzt hier zwei AKWs hinbauen, dass wir denn hier ein HV-Kabel nehmen und dann zu der anderen Anlage gehen. Und also zu der neuen Base und die dann da über unsere Anlage mit Strom versorgen. Oder aber, dass wir statt hier ein AKW zu bauen, bei dem neuen Gebäude lieber noch ein AKW bauen, das seine eigene Stromversorgung hat. Oder, eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, wir könnten auch einfach zwei AKWs bauen. Dass wir das Haus hier auf zwei erweitern, weil hier auch unten unsere Zentrifugenanlage ist, sprich also die Anlage hier braucht sehr viel Strom. Und bei unserer neuen Base bauen wir dann nur ein AKW hin. Der könnte das Haus hier wirklich fast die ganze Zeit einfach laufen für AKW, für Brennstoffproduktion. Und bei dem anderen Haus haben wir dann halt, nehmen wir dann halt immer die Brennstäbe, die hierbei rauskommen. Haben wir die ganzen AKWs? So viel offene Fragen. Ja. Gut, dann lasse ich euch mal mit diesen Fragen alleine und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann.